Hi und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia und Marcel. was machst du denn da? Letzte Einstellung. Aber ich bin froh, dass du wieder ohne Schmerzen sitzen kannst. Das klingt jetzt zwar ein bisschen falsch, aber Da hatte ich keine Schmerzen. ja, naja, also ich meine, du hattest ja konstant Schmerzen und deswegen haben wir auch keinen Podcast aufgenommen. Was hattest du denn? Wollen wir nicht erstmal dein Tierpark machen? Und dann überlege ich mir wahrscheinlich wieder so einen richtig schönen Übergang, ne? Genau. Gut, Tierfakt. Willst du raten, was für ein Tier ich mir ausgesucht habe? Kann ein Tier laufen? Ja. Kann es auch fliegen? Nein. Schwimmen? Wahrscheinlich. Wie Es wahrscheinlich? kann wahrscheinlich schwimmen, ja. Okay, aber es lebt nicht im Wasser. Nee. Nicht unbedingt. Ja, keine Ahnung. Ja, dir kann ja, dir fällt bestimmt noch was ein. Ist es giftig? Ja. Wie viele Beine hat es denn? Willst du nicht raten, anstatt dass ich es dir Hat's sag? acht Beine. Nein. Okay, hat es vier Beine. Ja. Vier Beine und giftig. Hat es einen Stachel? Nee. Also beißt es dich. Nein. Also Also jetzt gibt es wenig Möglichkeiten. ist es giftig, wenn du es berührst. Ja. Also sondert es Schleim ab. Ja, ein Sekret, ja. Also ist es eine Kröte. Es ist eine Ja, den Namen Größe, weiß ich nicht, aber dann sprechen wir von der speziellen Kröte, die hier lebt. ja, ich weiß tatsächlich nur den englischen Namen, Cane Toad. Also eine Kröte, Zuckerrohrkröte, schätze ich mal. Es ist nicht so wichtig, wie sie heißt. Ich finde, die Geschichte von dieser Kröte ist viel spannender. Ja, aber die Leute müssen doch gucken, wissen, nach Ja, was sie schauen. giftige Kröte, Zuckerrohr, das reicht schon. Na, also hier wird ja Zuckerrohr angebaut, im Gegensatz zu, jetzt musst du natürlich googeln, auch gut. Im Gegensatz zu in Deutschland, da gibt es die Zuckerrüben. Also wir haben hier halt anderen Zucker, sage ich mal, und das schmeckt man teilweise auch. Was ganz spannend ist, 1935 dachten sich die ganzen Zuckerrohranbauer so, wir sind ganz schlau, wir haben so ein Problem mit so Käfern, die den Zuckerrohr kaputt machen. Wie wäre es, wenn wir einfach so Zuckerrohrkröten ins Land bringen, die dann die ganzen Käfer essen? Und wie heißt es auf Deutsch? Es ist die Agarkröte. Ah, okay. Agarkröte. Ja, ist eine Kröte. Finde ich jetzt nicht so passend, den Namen, aber naja. Wie auch immer. Und ja, die dachten dann, okay, das machen die. Und dann haben die so 100 Kröten von Hawaii nach Australien geschippert und dann haben die die vermehrt. Dann hatten die 2400 Kröten. Und dann haben die die einfach freigelassen. Also die gehören ja gar nicht hin. Willst du mal schätzen, wie viele heute? Zu viele. Ja, du sag doch mal eine Zahl. 2 Millionen. 200 Millionen Kröten gibt es jetzt Okay. hier. Also ein bisschen mehr. auf jeden Fall machen die natürlich nicht das, was sie machen sollen. Die kommen nämlich gar nicht an diese Käfer, weil die Käfer sind oben am Zuckerrohr und die Kröten, die können gar nicht so hoch springen. Das war sehr schlau, Das muss ist ich ein Epic sagen. Fail gewesen, auf jeden Fall. Jedes Jahr verbreitet sich die Kröte um nochmal 50 Kilometer extra. Und es ist auf jeden Fall eine Pest in Queensland, in New South Wales. Mittlerweile schon fast rüber bis nach Western Australia, was halt echt krass ist. Ich meine, das Land ist riesig. Und ja, also wenn man eine Kröte sieht, dann sollte man sie auch überfahren, denn die sind nicht gut für die Umwelt tatsächlich. Makaber das klingt. Wenn du Ja, eine Kröte siehst, dann mach einen Schlenker nach links und fahr das ist drüber. genauso wie mit den Kaninchen. Die dürfen wir auch hier nicht sein. Und dann sollte man sie auch überfahren. Nein. Doch, das ist wirklich so. Das klingt total falsch. Das ist total. Nein.
Also bei den Kröten ist es halt so, die sind giftig und wenn die Vögel essen oder so oder auch kleine andere Tierchen, dann sterben die. Und deswegen haben die hier schon sehr, sehr, sehr viel Chaos verbreitet und deswegen werden teilweise auch ganze Zuckerrohrplantagen abgebrannt. Das haben wir auch schon gesehen, weil sie halt eben nicht nur mit den Käfern befallen sind, sondern auch viele von diesen Kröten da sind. Also verbrennen die die einfach. Was auch makaber ist. Willkommen in Australien. Wo Natur an erster Stelle steht. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall nicht so schön. Und es ist krass, weil die können jedes Jahr zweimal 30.000 Eier legen, diese Kröten. Kein Wunder, dass es davon jetzt viel zu viele gibt. Ja, vor allem gibt es halt nicht wirklich jemanden, der die essen kann. Also die haben ja keinen Feind. Weil Okay. die Tiere, die die essen, die sterben davon. Und der natürliche Feind, der lebt wahrscheinlich auch nicht hier. Nein, weil die gehören ja nicht Ja, hierher. ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wieder richtig gut gemacht. Ja. Weißt du, was auch nicht wohin gehört hat, was du hattest? Du hattest Kristalle in meinen Fuß. Kristalle in deinem Fuß und das klingt erstmal komisch, aber wenn man diese Krankheit kennt, dann weiß man genau, was es war. Gicht. Ja. Krass, also ich meine, wir hatten ja noch ein bisschen Scherze gemacht. Ich habe ja vor 2 Wochen auch gestreamt und so und ich habe auch schon irgendwie, ich habe gesagt, und es tut mir voll leid, dass ich halt so lachen muss, dass du so humpeln musst, weil ich nicht so weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und es war halt schon irgendwie Ja. lustig. Ja. Und da wussten wir noch nicht, was es ist. Am Montag bist du dann nicht zur Arbeit gegangen und dann am Dienstag musstest du ins Krankenhaus, weil es einfach immer schlimmer wurde. Und ja. Ja, weil es nicht besser wurde. Das war ja das. Ja, es wurde Also immer es hat vor schlimmer. 2 Wochen freitags hat es angefangen. Ich war arbeiten, es war alles gut. Ich war trainieren, es war alles gut. Und dann war ich zu Hause und habe gemerkt, so, irgendwie so ein bisschen sticht es im Fuß. Aber nur so ein bisschen. Ja. Und in der Nacht bin ich dann aufgewacht, weil es so brutal weh tat. Da habe ich die Nacht kaum geschlafen, dann habe ich Samstagnacht kaum geschlafen, dann habe ich Sonntagnacht kaum geschlafen. Ich auch nicht, weil du die Und ganze Zeit wach warst. ja, dann habe ich halt immer nur Ibus genommen und das war es dann so wirklich. Voltaren-Creme, Ibus, weil ich dachte, ja, so Entzündung halt, fertig. Ja. Geht schon wieder weg. Aber es ging halt irgendwie nicht weg und mein Schlaf hat drunter gelitten. Und am Dienstag bin ich dann halt, weil ich, bei uns in der Firma ist es so, ich darf einen Tag krank sein ohne Arzt quasi. Und wird dann aber auch, es ist so, du hast hier Urlaub und du hast persönlichen Urlaub. Und beides wird aufs Jahr summiert. Das heißt, du hast nur eine bestimmte Anzahl an persönlichen Urlaub. Und persönlicher Urlaub ist dafür da, wenn du krank bist, wenn Angehörige krank sind, wenn Kinder krank sind, wenn halt irgendwas so privat ist, dann kannst du persönlichen Urlaub nehmen. Und Aber auch nur einen Tag, oder? nee, ich musste beide Tage nehmen. Okay. Also, obwohl ich krank geschrieben war, wurde persönlicher Urlaub abgezogen. Okay. Und ja, Montag, Dienstag war ich dann halt krank geschrieben. Musste aber trotzdem persönlichen Urlaub nehmen. Und ja, Dienstag war ich dann halt im Krankenhaus und dann bin ich da, erstmal bin ich da hingekommen und die an der Rezeption hat sich das angeguckt und hat dann Fieber gemessen bei mir, ob ich Fieber habe. Hat mich dann quasi ins System eingetragen und dann musste ich erstmal ums halbe Krankenhaus rumlaufen, was total dumm war. Der hat sich dann kurz den Fuß angeguckt, hat gesehen, ah ja, okay, also es ist so, wie er es sagt und es scheint schlimm zu sein. Ah, dann geh mal da und dahin. Dann muss ich ums halbe Krankenhaus rumlaufen. Erstmal sind so 3, 4 Leute an mir vorbeigelaufen. Ich humpel da wie der letzte Idiot und versuche da irgendwo hinzukommen. Und eine ist dann nochmal umgedreht und hat gefragt, ob ich weiß, wo ich hin muss und ob ich Hilfe brauche. Also das war dann richtig gut. Aber der Rest ist so, weiß nicht, fand ich komisch, dass die so an mir vorbeigelaufen sind. Aber du hast auch keinen Rollstuhl oder so bekommen. Ich denke, sie hätte mir den gegeben, wenn ich gesagt hätte, dass ich Hilfe brauche oder so. Okay.
Ja. Und dann bin ich ums halbe Krankenhaus rumgelaufen, bin da nochmal hin. Da musste ich mich dann nochmal anmelden. Die wussten dann schon, dass ich komme. Also irgendwas hat sie ins System eingetragen. Also die haben dann schon gesagt, ah, du bist Marcel. Und ich so, ja, ich denke mal, das bin ich. Dann wollten die meine Krankenkassenkarte nochmal und wollten nochmal alle möglichen Telefonnummern und Notfallkontakt und alles Mögliche. Und dann hat er mir einen A4-Zettel gegeben und hat gesagt, das schicken wir jetzt direkt an deine Krankenkasse. Du musst jetzt nichts bezahlen. Und allein das Einchecken hat jetzt schon $690 gekostet. Nur um zu sagen, hallo, ich bin hier. Ja. $690. Ging direkt an die Krankenkasse. Ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe ein bisschen gewartet. Da es halt relativ früh morgens war, habe ich nicht ganz so lang warten müssen. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so habe ich gewartet. Also es geht. Normalerweise wartest du, so wie in Deutschland, auch stundenlang, ja, bis du im Krankenhaus drankommst, Notaufnahme. Und ich habe dich ja vor der Arbeit da hingefahren. Ja, also die Arzthelferin hat dann auch gesagt, ist gut, dass du morgens gekommen bist, weil mittags würdest du jetzt wahrscheinlich noch sitzen. Ja, und dann sitzt du da dann halt in der Reihe, so wie es man in Deutschland auch kennt. Na, sitzen dann da die ganzen Leute und warten dann halt, bis sie dran sind. Und dann kommt immer eine mit so einem kleinen Wägelchen und die misst dann erstmal Blutdruck bei jedem. Also wenn du, während du da sitzt, musst du dann der dritten Person erklären, warum du hier bist. Die fragt dich dann auch nochmal nach deinem Namen und deinem Geburtsdatum. Und dann misst sie Blutdruck und dann geht sie wieder weg. Nach irgendeiner Zeit hat dann die Ärztin mich gerufen. Und dann bin ich in dieses Arztzimmer gehumpelt. Und dann hat sie schon gemeint, okay, also fragen muss ich jetzt nicht, warum du da bist. Sehe ich scheinbar schon. Ja. Da habe ich ja halt erklärt, was so das Problem ist. Und also es klingt jetzt erstmal komisch, aber es klingt jetzt erstmal nach Gout, hat sie gesagt. Und ich dann so, ja, was ist denn Gout? Und dann hat sie sich halt so angeguckt, hat sich alles angehört und dann ist sie weggegangen, um Rücksprache zu halten mit ihrem Chef. Und in der Zeit habe ich dann erstmal gegoogelt, so, was ist denn Gout? Und ja, Gicht. Und ich dachte so, hä? Ich bin 30 und keine 60. So, ja. Sorry, was ist denn jetzt los? Und dann kam sie wieder und hat gemeint, also wenn wir jetzt 1000%ig sicher sein wollen, dann müsste sie mir eine Nadel in den Fuß jagen und müsste dann die Kristalle, ja, Flüssigkeit von deinem Gelenk rausziehen. Ja, genau. Und dann unter Mikroskop. Gelenkflüssigkeit rausziehen und aber es tut höllisch weh, hat sie gesagt. Und ich so, ja, gut, ich meine, muss jetzt nicht sein, aber wenn es sein muss, muss es halt sein, ne? Ja. Und dann hat sie mir noch Blut genommen und da hat sie mir dann so ein Ding halt gelegt. Also die hat nicht nur Blut genommen, sondern hat mir gleich so ein Kanüle? Ja, genau. Kanüle, Zugang? Zugang, wie auch immer. Gelegt. Und die hat das so drin rumgestochert und ich dachte mir so, wow, also Blut nehmen, normalerweise tut es nicht so weh. Oh und Gott. Das war ja dann auch noch eine Woche lang grün und blau in meinem Arm. Ja. Und ich dachte mir so, what the fuck, also was ist denn jetzt los? Und hat mich dann so ein bisschen verunsichert, weil dann habe ich halt mal hingeguckt, was sie da so macht. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie an einer Hand nur zwei Finger hat. Und dann dachte ich mir, okay, also scheinbar kann sie nicht so ganz greifen mit zwei Fingern statt fünf. Aber trotzdem höchsten Respekt, dass sie das macht. Na, also ja, aber krass, dass du das vorher nicht gesehen hast, dass sie nur, also weil ich sehe. Absolut nicht. Ich sehe das sofort. Ich schaue nicht immer ins Gesicht, ich schaue mal woanders hin. Nee, ich gucke den Leuten, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, dann gucke ich den Leuten ins Gesicht. Ja, ich auch, aber nicht die ganze Zeit. Das ist irgendwann creepy, wenn du die ganze Zeit so einen in die Augen schaust. Ja, aber das macht man so.
Ja, aber irgendwann muss man auch so, damit es nicht so komisch wird, so mal woanders hingucken. Ja, also ich habe es absolut nicht gemerkt. Erst wo sie dann halt in meinem Arm rumgestochert hat und ich dann halt mal gucken wollte, was da jetzt gerade passiert, weil ich das halt gesehen und ja, war ein bisschen komisch, aber trotzdem krass, dass sie das macht und hinkriegt. Ja. Und ja. Dann hat sie auf jeden Fall auch eine Helferin geholt, die mir dann einen Rollstuhl gebracht hat, weil dann musste ich zum Röntgen, weil sie wissen wollten, ob am Knochen vielleicht irgendwas ist. Und das Blut haben sie dann direkt weggeschickt. Dann musste ich halt zum Röntgen und musste da wieder länger warten, sage ich mal, bis da was frei wird. Und die Arzthelferin, die mich geholt hat mit dem Rollstuhl, hat mich auch wieder nach Name und Geburtsdatum gefragt. Dann wurde ich zum Röntgen gebracht. Da musste ich dann meine Überweisung quasi hingeben. Ich habe direkt eine Überweisung bekommen, dass es dringend ist, dass ich als nächstes rankommen soll. Und dann habe ich die abgegeben an der Rezeption quasi. Die haben mich dann auch nochmal nach Name und Geburtsdatum gefragt. Dann hat mich eine andere Arzthelferin geholt. Die hat mich auch nochmal nach Name und Geburtsdatum gefragt und hat gemeint, so, wir machen jetzt das Röntgen. Wir warten nur noch auf einen freien Raum. Dann hat die mich wieder an die Rezeption gebracht, wo ich als erstes war, wo ich dann weglaufen musste, hat mich dahin gebracht und hat gemeint, sie kommt jetzt, sobald das nächste frei ist. Dann kam die aber nicht wieder, dann kam eine andere und die hat mich dann auch nochmal nach Name und Geburtsdatum gefragt und hat mich dann in den Raum gefahren. Und da musste ich dann irgendwann fragen, so, warum fragt mich denn jeder nach meinem Namen und nach meinem Geburtsdatum? Ist es, dass ihr die Patienten nicht verwechselt? Ah ja, genau, das ist dafür da, dass wir genau wissen, dass wir jetzt auch gerade den Richtigen hier rumfahren und machen und tun. Es ist der rechte Fuß, ne? Und ich, da musste ich dann lachen und habe gemeint, also ihr macht alles, um die Patienten nicht zu verwechseln, aber es ist der linke Fuß, nicht der rechte. Da hat jemand eine Rechts-Links-Schwäche. Huch, das ja. Ändern wir natürlich gleich im System. Ja. Ja, dann haben sie halt die Röntgenbilder genommen. Dann wurde ich wieder zurückgefahren, wo ich dann als zweites war, auf die Ärztin gewartet habe. Da musste ich dann nochmal auf die Ärztin warten. Die kam dann und hat dann gemeint, ja, Röntgen war alles gut. Also mit den Knochen ist nichts und Blut ist soweit eigentlich auch okay. Aber es ist Gicht. Und ich so, ja, und warum? Ja, das weiß ich nicht. Eigentlich bin ich viel zu jung dafür. Ernähren tue ich mich jetzt auch nicht so scheiße, dass es Gicht ist. Und Alkohol trinke ich jetzt auch nicht jeden Tag 20 Bier. Sie hat dich oft gefragt, ob du viel Alkohol trinkst und Drogen konsumierst. Ach, stimmt. Sie hat noch beim Blutabnehmen hat sie gefragt, ob ich Angst vor Spritzen habe. Und ich so, naja, niemand liebt sie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es gleich umkippe deswegen. Ah ja, und irgendwelche Drogen? Und ich so, nee. Und dann guckt sie mich an. Irgendwelche Drogen? Ich so, nein. Aber danke, dass ich so aussehe. So, hä? Frag mich doch noch fünfmal. Als sie das gemacht hat, hast du nicht gesehen, dass sie nur... zwei Finger hat an einer Hand. Nee, das hat sie ja dann mit der... Ich habe ja dann hierhin auf den Arm geguckt und nicht auf die Hand. Oh mein Gott. Ich gucke dahin, wo gerade was passiert und gucke mir nicht den ganzen Menschen an. Ich schaue immer den ganzen Menschen an. Nee. Man sieht doch viel mehr. Man sieht doch auch, wenn was fehlt. Weiß nicht. Hab null drauf geachtet. Ich war mit mir, meinem Fuß und mit dem, was sie mir erzählt, beschäftigt. Ja, also da habe ich dann Tabletten gekriegt und ich dann so, ja, gibt es vielleicht noch irgendwas gegen Sodbrennen, weil ich immer so extrem Sodbrennen kriege, wenn ich Ibus und Kram nehme. Und sie dann so, ja, nee, können wir jetzt eigentlich nicht machen, weil das halt auch mit Gicht und Kram dann halt scheinbar nicht so funktioniert. Und ich soll dann immer was dazu essen. Und dann habe ich noch einen Krankenhaus-Snack gekriegt. Da habe ich dann noch ein Krankenhaus-Sandwich gekriegt, habe noch Kekse bekommen und habe dann halt
5, 6 Tabletten gekriegt, die ich dann nach dem Essen nehmen musste. Ja, Krankenhaus-Sandwich. Ja, und dann habe ich da halt im Rollstuhl gesessen, wo quasi die Notaufnahme ist, und habe da dann mein Sandwich gegessen und meine Kekse gegessen. Und habe dann quasi auf die Tabletten und da zu dem Zeitpunkt noch auf die Blutwerte gewartet, und dann kam sie halt nochmal und ist alles gut. Und brauchst du denn noch Krücken? Und ich so, ja, wäre jetzt eigentlich nicht so verkehrt. Na, weil wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Mit 1000 Papieren und die Wasserflasche noch, und wusste ich jetzt nicht, wie so, ja, gib mir bitte noch Krücken. Hat sie mir noch Krücken gebracht, und ja, also gut, dann gute Besserung und dann kannst du jetzt gehen. Da habe ich sie so angeguckt. Und wer nimmt mir das Ding jetzt noch aus dem Arm? Das hatte ich immer noch und das hat sich einfach vergessen. Ah ja, die Helferinnen sind gerade busy, das mache ich jetzt noch schnell, und dann hat sie mir das noch rausgezogen. Und im Raum, wo alle sind. Ja, ja. Alter, was? Und dann habe ich da halt kurz draufheben müssen, und dann hat sie noch ein Pflaster geholt und dann bin ich gegangen. Mehr oder weniger gegangen. Ja, und dann habe ich halt Tabletten gekriegt dagegen und sollte halt immer noch Schmerztabletten nehmen. Und ich bin dann auch mittwochs arbeiten gegangen, weil ich habe dann einen Schrieb gekriegt, was ich jetzt, ich weiß nicht, man kann es gut finden, man kann es aber auch schlecht finden. Ich finde es gut. Die machen alles Mögliche dafür, dass ich arbeiten gehen kann. Also deine Arbeit, oder? Ja, ja. Okay. Also die bemühen sich, dass ich arbeiten gehen kann, weil ich glaube, so wie ich mich da gefühlt habe, hätte ich in Deutschland gesagt, leck mich am Arsch, ich bin krank. Ja. Aber wegen deiner Arbeit, weil kann, wie du behandelt wurdest. Ja, kann natürlich am Arbeitsklima liegen. Dass ich hier einfach dann auch gewillt bin, das zu machen. Na? Weil die Ärztin hat erst gesagt, okay, du bist jetzt die Woche krankgeschrieben und nächste Woche gucken wir dann mal. Und dann habe ich so halt gemeint, ah ja, mein Chef wollte vielleicht, dass wenn die Ärztin nichts dagegen hat, dass ich sitzen kann und im Sitzen was arbeite oder so, dass ich dann so ein Schriftstück kriege. Und dann habe ich so ein Schriftstück gekriegt, bis Ende letzter Woche nur sitzende Tätigkeiten. Weil Fuß war geschwollen wie Sau, ich konnte keinen Schuh anziehen, es hat wehgetan wie Sau bei jedem Schritt. Und dann bin ich mittwochs auch wieder arbeiten gegangen. Klar hatte ich noch Schmerzen wie Sau und Schlaf war immer noch nicht durchgehend, aber es wurde besser. Aber ich war froh, dass ich auf Arbeit war, weil die 4 Tage nur auf der Couch liegen haben mir gereicht. Das ist so ätzend, wenn du was machen kannst und keine Lust hast, dann ist es cool, den Tag auf der Couch zu verbringen. Aber wenn du nichts machen kannst und gezwungen bist, auf der Couch zu sitzen, das ist ätzend. Das ist der Horror. Und deswegen war ich schon froh, arbeiten zu sein. Die Arbeitskollegen kamen dann auch alle und brauchst du was? Und wenn du Wasser brauchst, soll ich Bescheid sagen? Und waren alle super nett und haben sich alle um mich gekümmert, dass ich nicht so viel mich bewegen musste und nicht so viel laufen musste. Und dann habe ich halt wirklich nur Schreibtischarbeit gekriegt. Dann war es Dienstag diese Woche, wo ich dann nochmal zum Arzt bin. Ja. Zu einem anderen Arzt, also zu einem Hausarzt. Und auch beim Hausarzt muss ich dann immer die Hälfte der Sprechstunde bezahlen. Also 5 bis 15 Minuten kosten $80 bei dem Hausarzt. $40 muss ich bezahlen, $40 zahlt die Krankenkasse. Krankenhaus, wird noch eine Rechnung kommen? Bestimmt, ja. Schauen wir mal. Das Sandwich, das wird wahrscheinlich sehr teuer sein. Wie hoch die Rechnung ausfällt. Hoffen wir mal das Beste, weil alleine das Einchecken $690, dann hier Knochen checken, ja, Bluttest, Röntgen, Bluttest, Krücken, Sandwich, Tabletten.
Sandwich. Kekse. Das wird wahrscheinlich das teuerste sein. Kekse. Weißt du, ja. Das Ironische ist halt einfach, dass wir jetzt nochmal eine Person mit Krücken hatten und das eigentlich vor kurzem ja schon mal erst hatten, weil Sven ja ihr im Fuß gebrochen hat. Ja. Und also wir haben sie ins selbe Krankenhaus gebracht und sie hat aber lange warten müssen. Hm. Ja, aber da, als wir sie ins Krankenhaus gebracht haben, war es ja wegen ihrem Arm, nicht wegen ihrem Fuß. Aber sie hatte auch diese tollen Krücken, die richtig kacke sind, weil man die unter die Achseln heben muss. Ja, irgendwann wird es unangenehm, ja. Wenn man das die ganze Zeit macht. Aber ja, da wird noch eine Rechnung kommen, wie hoch, keine Ahnung. Weil theoretisch übernimmt die Krankenkasse das. Aber ich habe jetzt auch nochmal online geguckt, die Krankenkasse übernimmt das bei bestimmten Krankenhäusern. Und dieses Krankenhaus war da nicht aufgelistet. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel die Krankenkasse übernimmt. Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall war ich die Woche Dienstag dann nochmal beim Hausarzt, weil halt ich immer noch nichts machen konnte. Und der hat dann nochmal drauf geschaut. Das Erste, was er gesagt hat, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Und ich so, jo, deswegen bin ich hier. Danke, das möchte ich hören. Klasse. Aber das ist doch hier irgendwie gefühlt immer so. Als meine Hand so angeschwollen war, da hat der Apotheker auch total geschockt geguckt, obwohl ich nur einen Stich hatte von, ja, einer Schnake. Ja. Ja, dann hat der mir halt, dann hat der auch nochmal kontrolliert, hat nochmal Blut genommen und hat dann gemeint, ah ja, also er kann mir jetzt nochmal andere Tabletten geben, die dann hoffentlich anschlagen, die ich nur heute nehme und dann kriege ich noch Langzeittherapie-Tabletten und ja, dann habe ich die Tabletten genommen und abends habe ich dann direkt gemerkt, okay, jetzt wird's besser. Also ich habe die neuen Tabletten genommen und habe direkt gemerkt, jetzt wird's besser. Mag jetzt Zufall gewesen sein, mag an den Tabletten liegen, keine Ahnung, aber es war so. Dienstagabend konnte ich dann wieder mehr oder weniger besser laufen. Ja. Schuh anziehen ging immer noch nicht, aber besser laufen konnte ich. Und ja, dann wurde es von Tag zu Tag besser und Freitag hatte ich jetzt nochmal den Termin zur Kontrolle und dann hat er gemeint, also er war überrascht, weil mein Blut super ist. Dann hat er direkt dort angerufen und so, ja, aber es geht um Gicht und warum ist das Blut so gut und kann er die Entzündung mal bitte nachschauen und dann hat er die Entzündung noch nachgeguckt und Entzündungswerte auch super und alles gut und dann habe ich angeguckt, ja, also er kann es jetzt nicht erklären, also es ist Gicht, aber es gibt halt eine geringe Prozentzahl an jungen, nicht übergewichtigen, gut essenden, nicht Alkohol trinkenden Menschen, die das bekommen und ich war halt einer davon. Einer davon hatte halt einfach aber Glück. Du isst schon sehr gerne sehr viel Fleisch. Ja, natürlich, aber dann müsste jeder, der Fleisch isst, Gicht kriegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich es in Übermengen und nur Fett esse. Ja, wahrscheinlich war es halt der Deutschabend mit der Haxe und dem Bier. Es ist einfach Pech. Es ist einfach, ja. Naja, und jetzt wird es besser. Ich kann, also Schuh anziehen kann ich jetzt zwar wieder, aber es tut immer noch ein bisschen weh, aber der Rest geht jetzt wieder. Und das war meine Geschichte der letzten 2 Wochen eigentlich. Arbeiten war ich normal, aber halt nur am Schreibtisch. Was hat ja auch Spaß gemacht, oder? Ja, es ist, also es ist, ich habe mich ja auch im letzten Monatsgespräch, habe ich ja auch gesagt, nee, in dem davor habe ich gesagt, dass ich ja auch mehr Arbeitsanweisungen schreiben wollte und dies und das. Und das habe ich zur Vertretung vom eigentlichen Chef gesagt, weil der ja in Vaterschutz war. Ja. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gelacht und hat gemeint, jetzt kannst du doch Arbeitsanweisungen schreiben, jetzt hast du, was du wolltest. Und ich so, ja, guck, aber so war der Plan jetzt auch eigentlich nicht, ne? Ja, aber jetzt falle ich da scheinbar immer mehr in so Rollen rein oder werde in so Rollen reingeschubst. Jetzt muss ich halt noch scheinbar dann die Urlaubsvertretung von der machen, die alles steuert. Also schon was Höheres, sage ich mal. Und da bin ich jetzt irgendwie so reingefallen. Scheinbar, da werde ich jetzt die nächste Zeit immer mal wieder eingelernt, weil die dann halt ein paar Wochen im Heimaturlaub ist.
Aber ja, hat alles seine Vorteile, würde ich behaupten. Vielleicht wäre es anders nicht so gekommen, dass ich da in die Rolle reingefallen wäre. Stimmt, ja. Man muss jetzt auch sagen, in der letzten Zeit, wir haben echt, also ich habe mir halt Omega-Sorgen gemacht und wir haben dann ganz viel gesunde Sachen gegessen, gell? Ätzend. Ätzend. Du hast so viele Sachen ausprobiert, da bin ich so stolz gewesen. Und ich muss sagen, sorry, aber ich kann nicht ohne Fleisch. Es geht nicht. Ich habe nur anderthalb Wochen, glaube ich, kein Fleisch gegessen. Also wirklich gar nicht. Ne? Es war echt nicht lang. Aber dann haben wir bei dem Asiaten bestellt. Ja. Und da habe ich Hähnchen bestellt. Und ja, ich habe mich nicht getraut, weil ich noch nicht wusste, Blut, ist es gut, ist es nicht gut. Und deswegen habe ich vielleicht 2-3 Stücke Hähnchen gegessen. Also 2-3 wirklich kleine Stücke Hähnchen gegessen. Ne? Wenn sie so Gabelmesser abschneiden, so 2-3 Stücke. Hey, das war so ein geiles Gefühl, wo ich das gegessen habe. Deswegen magst du da wieder bestellen, weil du dieses Gefühl wieder haben möchtest. Ohne Witz, es waren nur anderthalb Wochen und ey, es war einfach das geilste Gefühl, wirklich so 2-3 Stücke Fleisch zu essen. Ich kann einfach nicht ohne, weil es nicht funktioniert nicht. Ja, ich glaube, wir haben es aber ganz gut geregelt. Der Nudelauflauf war halt dann echt traurig. Ja, weil es war halt einfach nur überbackene Nudeln. Ohne Fleisch gemacht. Weil wir dann halt immer geguckt haben, so, was kann man essen, was kann man nicht essen. Ja. Ganz ehrlich, wie willst du denn auf deine Proteine kommen? Du darfst kein Fleisch essen. Du darfst keine Hülsenfrüchte essen. Du darfst aber auch keine Bohnen und Kram essen, weil das alles dein Harnsäurewert, also es geht um den Harnsäurewert, das lässt alles deinen Harnsäurewert extrem steigen. Ja. So klar darfst du alles essen in Maßen, aber wie willst du denn dann richtig auf deine Proteine kommen? So, Joghurt. Ja, Milchprodukte sind gut. So, jetzt habe ich noch Laktose. Also ich kann nicht in Übermaßen. So krass Laktose hast du nicht. Ja, aber ich kann nicht in Übermaßen jetzt, um auf die Proteine zu kommen, würde ich das so machen, dann hätte ich da auch Probleme. Also. Ja. Hä? Naja, also Blut ist gut. Ich habe trotzdem diese Langzeittherapie-Tabletten bekommen. Die muss ich jetzt aber erstmal nicht nehmen. In 3 Monaten gucken wir nochmal mein Blut an. So jetzt ohne Medikamente, normale Ernährung und so. Und hoffentlich passiert jetzt nichts mehr, weil das kann ja immer wieder kommen jetzt. Der erste Gichtanfall und dann, das ist der schlimmste eigentlich, der das leichteste. Ist der einfachste. Das ist der einfachste, ja. Weil das nächste Mal wird es schlimmer, länger und oder in anderen Gelenken zusätzlich. Also, ja, schauen wir mal. Das kommt jetzt nicht wieder. Fertig. Und ich habe trotzdem halt, weil was hätte ich schon anderes machen sollen? Ich lag halt hier und habe halt viel gegoogelt und mich viel informiert. Und scheinbar gibt es richtig viele Studien, dass die Montmorency Cherry? Ja, was ist denn Cherry? Kirsche. Oha! Siehst du, jetzt weißt du, wie es mir geht. Ich habe gerade nur das englische Wort gewusst. Siehst du? Naja, also die Montmorency-Kirsche. Irgendwo in Amerika wächst die. Ja, wahrscheinlich in Montmorency. Ja, vermutlich. Es ist eine Sauerkirsche und die soll wohl sehr, sehr helfen. Da waren jetzt schon viele Studien und die Studien besagen, wenn man 80 Kirschen am Tag isst, dann senkt es das Risiko, Gicht zu bekommen um 35-45%. Ja, deswegen, klar, du kannst jetzt nicht jeden Tag hier 80 Sauerkirschen essen. Deswegen haben die natürlich dann auch Tabletten entwickelt und die Tabletten habe ich mir jetzt bestellt und nehmen die jetzt. Und diese Kirsche wirkt da scheinbar so gut, weil die deinen Harnsäurewert einfach senkt. Na? Und die nehme ich jetzt halt trotzdem, weil was soll eigentlich schief gehen? Und ja, hoffen wir das Beste, dass das jetzt Ruhe ist. Also, dass ich nächste Woche wieder normal mit Schuhen laufen kann, hoffentlich. Und dass danach Ruhe ist, hoffentlich, ja.
Ist auf jeden Fall krass, diese Woche, dass du dann wieder so selbstständiger wurdest und ja, Ja, also das war krass. ohne Schuhe laufen zwickt jetzt mal noch, aber es ist jetzt nicht so, dass es extrem weh tut. Na, also es zwickt Ja. jetzt mal noch und wenn ich drankomme, klar tut es noch weh. Und wenn ich den großen Zeh dann in irgendeine Richtung drücke, dann tut es weh. Aber jetzt normal laufen, sage ich mal, geht jetzt mittlerweile wieder. Und das ist schon sehr, sehr erleichternd, dass ich wieder selber mal mir was zu essen machen kann, Ja. selber trinken holen kann und Ja. weil das war Horror. Ja, es war auf jeden Fall anstrengend. Ja, und ich habe dann, also für mich war es halt irgendwie noch mal anstrengender, weil ich halt so viel arbeiten musste auch in der Woche, ne? Ich war ja ständig länger auf der Arbeit und da habe ich mich auch so schlecht gefühlt, aber ja, kann man leider nichts machen, ne? Ja. Aber das war auf jeden Fall ein wilder Ritt, sag ich mal. Es war eine Erfahrung wert. Ich hätte sie nicht gebraucht, aber jetzt ist hoffentlich nächste Woche dann endgültig vorbei. Ja, hoffen wir Und es wie mal. gesagt, es hat ja auch was Gutes. Ich bin jetzt in neue Rollen gefallen auf Arbeit. Ja, die Frage ist halt, wie hoch wird unsere Rechnung sein? Mal schauen, was da kommen wird. Da möchte ich jetzt nicht drüber Ihr nachdenken. könnt gerne mal einfach in die Kommentare schreiben, wie viel ihr denkt. Dass der ganze Spaß gekostet hat. Also ich weiß genauso viel wie ihr. Vor allem das Sandwich. Wie viel hat das Sandwich gekostet? Also um die Karten offen zu legen, damit jeder die gleichen Chancen hat zu raten. Wir raten dann auch mal gleich. Ja. Normalerweise bezahlt die Krankenkasse alles, auch Röntgen- und Bluttest im Krankenhaus in der Notaufnahme oder 80%. Das ist das, was auf der Seite steht. Das Problem ist, die Seite gibt dann halt auch Krankenhäuser an. Soweit habe ich in dem Moment aber nicht gedacht, weil wir das nicht wussten. Und da hat mich erst ein Arbeitskollege darauf hingewiesen. Und da war es aber schon zu spät. Ja. Ne? Dann habe ich mal geguckt und dann habe ich so die Liste angeguckt und da habe ich dann so gedacht, also das Krankenhaus, wo ich jetzt war, steht da nicht mit dabei. Wie funktioniert das dann? Keine Ahnung, das ist jetzt die große Frage, die im Raum steht. Also einchecken, $690 plus Krücken plus Sandwich plus Kekse plus Röntgen plus Blut. Bluttest plus Arztkosten. Wahrscheinlich wird dir der Rollstuhl auch noch berechnet, den du benutzt hast. Habe ich abgenutzt, ne? Ja. Schande über mein Haupt. Ja, also das sind so die Sachen. Wie hoch wird die Rechnung? 1200 Dollar. Vielleicht noch, na, 1200 bis 1800. Nee. Dann sage ich 1800 Dollar. Okay, ich sag 1,5. Ich sag $1.500, wer näher dran ist. Okay. So, und jetzt raten die Leute noch. Bin gespannt, was ihr Es, sagt. Ich hoffe halt trotzdem, ja. dass die Krankenkasse das zahlt. Ja, ich hoffe, dass sie wenigstens irgendwas übernehmen. Und es kann halt sein, dass, weil dieses Krankenhaus, wo du warst, da gibt es ja einen privaten Bereich und einen öffentlichen Bereich. Vielleicht haben die das nicht auf die Seite geschrieben, weil es vielleicht dann zu Verwirrung kommt. Keine Ahnung. Es wäre einfach. Vielleicht werden wir auch überraschen. Ich muss gar nichts zahlen. Ja, aber die Frage ist, was für Krankenhäuser stehen denn da drauf von Brisbane? Weiß ich nicht. Weiß Ich ich jetzt kenne nicht mehr. tatsächlich nur das Krankenhaus. Nee, es gibt schon mehrere. Ja, irgendwo in Annerley gibt es anscheinend noch eins, weil da habe ich immer Hubschrauber gesehen, als ich da mal auf dem Geburtstag war. Entschuldigung. Gesundheit. Ui, Gesundheit. danke. Ja, aber also ich meine, wenn man halt einen Notfall hat, dann kann man ja auch nicht 5 Kilometer. Ja, aber 500 Kilometer weit fahren. so funktioniert es hier. Ja, ist Ne? Wäre krass. ich jetzt zu einem anderen Hausarzt gegangen, dann hätte ich auch die ganze Rechnung zahlen müssen. Und dieser Hausarzt stand ja auf der Liste auf der Internetseite. Ja. Und deswegen musste ich auch den Bluttest da nicht zahlen. Ne? Also die hat mir das dann auch nochmal erklärt. So, wir kooperieren mit deiner Privatversicherung. Ja. Und deswegen brauche ich jetzt nur deine Versichertenkarte, da musst du nichts bezahlen. Und es ist auch so, ich habe mich mit meinem Chef unterhalten und den habe ich dann halt auch mal gefragt, so ja, wie ist denn das, wenn du als Australier zum Arzt musst?
Also es ist so, dass früher war es so, dass es viel mehr, ich weiß nicht, was es heißt, Bulk Billing Ärzte gibt, die Bulk Billing betreiben. Keine Ahnung, was das bedeutet, habe ich noch nicht Bulk nachgeguckt. Rechnungen schreiben im Bulk. Das und das haben so die Krankenkassen sein. Dann bezahlt. Ja. Und da konntest du deinen Arzt auch noch mehr oder weniger aussuchen, weil es richtig viele gab, die das gemacht haben. Mittlerweile machen das aber so wenige, dass die guten Ärzte das nicht machen und das nur mehr oder weniger schlechte Ärzte sind. Und deswegen bezahlt er auch für seinen Arzt, weil er zu einem gescheiten Arzt will. Und nicht zu einem Bulk-Billing-Arzt, der dann aber halt viel schlechter ist. Aber warum ist er schlechter? Und was ist das überhaupt dann, das Bulk-Billing? Keine Ahnung, was das ist. Und ich denke einfach, der ist schlechter, weil du ja auch Bewertungen im Internet anschaust. Na, also so einfach von den Erfahrungen von den Menschen. Vielleicht auch mit der Terminfindung, keine Ahnung. Also die besseren Ärzte machen das scheinbar gar nicht mehr und deswegen bezahlt auch er für seinen Arzt. Wie es dann im Krankenhaus ist, keine Ahnung, ne? Weil die haben ja dann auch nochmal so eine Green Card, so eine allgemeine Versicherung, ne? Also keine Privatversicherung, sondern eine allgemeine. Ich denke, da ist es dann nochmal ein bisschen anders, aber beim Privatarzt, beim Hausarzt ist es scheinbar so. Also da ist Deutschland im Krankensystem dann nochmal ein bisschen besser, dass du da nicht für jeden Arztbesuch bezahlen musst. Das stimmt, aber wir haben da auch viele Probleme und die Qualität der Ärzte ist jetzt auch nicht immer so prickelnd, einfach weil sie nicht so viel Zeit haben, nicht so viel Geld haben. Ja, aber dann kannst du dir eine zweite, dritte, vierte Meinung einholen. Ja, das stimmt. Also mein Vater hat mir geschrieben, ja, hol dir mal eine zweite Meinung ein und ich dachte mir so, ich warte jetzt erstmal auf die Rechnung, so. Schwierig, ja. Ne? Also die zweite Meinung habe ich ja jetzt auch automatisch bekommen. Ja, ja. Von einem zweiten Arzt und ich muss sagen, der hat mir ja andere Medikamente gegeben als die im Krankenhaus und ich habe das Gefühl, dass das die richtigen Medikamente waren, die mir richtig gut geholfen haben. Ja, ja, ja. Aber ich habe ja trotzdem nachgeschaut, also auch die Krankenhausmedikamente sind laut Dr. Google für Gicht, ne? Ja, es war ja Cortison, was du bekommen hast. Aber die ich als zweites bekommen habe, die haben halt direkt zack, bumm, abends geholfen. Na, klar, und das habe ich dem auch gesagt. Und er so, ja, das ist gut, dann nimm die jetzt noch täglich, bis der Anfall komplett weg ist. Ja. Also ich habe da jetzt einen Tag so eine richtig hohe Dosis bekommen und jetzt kann ich die täglich nehmen, bis der Anfall weg ist. Und ich habe das Gefühl, dass die wirklich helfen. Ja. Und ja. Das ist übrigens auch richtig lustig gewesen. Ich habe für dich ja auch Medikamente geholt. Und also es sind halt Apotheken und es gibt halt so einen Bereich, wo man halt die ganzen normalen Sachen kaufen kann. Und in Apotheken kann man halt auch ganz normales Duschgel, Haarshampoo und alles Mögliche kaufen. Also es ist halt eher eine Drogerie mit Apotheke drin. Und sieht aus wie ein Billigdiscounter. Ja, immer. Also das ist irgendwie so, das ist hier normal, dass es immer richtig billig aussieht. Das ist der Style. Die haben auch immer die Werbung handgeschrieben und cheapest in town und wirklich so ein billig Bad Discounter. Ja. Aber alle sind so. Ja, alle sind so. Und alle sind cheapest in town. Und ja. Und also es gibt halt, also die haben auch mal die hässlichsten Farben. Also der eine, also Chemist Warehouse ist einfach so ein Gelb. Es sieht einfach richtig komisch aus. Auf jeden Fall, wie die das machen, also ich weiß nicht, bei uns gibt es eigentlich sehr viele so vorabgepackte Medikamente in allen möglichen Arten und Weisen, ja, also auch wenn du jetzt irgendwie nur, weiß nicht, 5 Tabletten brauchst, dann gibt es da bestimmt auch irgendeine Packung mit diesen 5 Tabletten. Und hier ist es so, dass die anscheinend alles für dich abwiegen und abmessen. Nicht alles, weil die neuen Tabletten, also die du geholt hast, ja. Ja. Die neuen Tabletten habe ich aber im 30er-Pack bekommen, obwohl ich nur 3 gebraucht habe. Oh. Habe ich eine komplette. Und die ist dann auch versiegelt. Also es sieht zwar trotzdem aus wie so ein Döschen. Ne? Also so wie man es auch aus den Filmen Amerika und so, diese Pillendöschen. Hast du eigentlich die noch aufgehoben? Nee, die habe ich weggeworfen, glaube ich. Schatz, ich fand die cool. Okay. Nee, die habe ich, glaube ich, weggeworfen. Jetzt bin ich traurig. Du kannst die Döschen haben. Aber die sind nicht so schön.
Also du kriegst dann wirklich so Pillendöschen wie in Amerika. Ja, und da steht dein Name drauf und alles. Und also ich habe halt gehört, wie er die wirklich abgewogen hat und dann oder abgemessen, ach, wie auch immer. Und dem sind die dann teilweise auch runtergefallen, habe ich gehört. Und ich dachte mir nur so, was ist das denn? Ja, war auf jeden Fall lustig. Ja, es ist komisch. Ich habe dann auch die zweiten Tabletten habe ich dann auch mit Krücken geholt. Und die haben dann immer so kleine Körbchen gemacht. Und da haben sie den Zettel reingelegt. Ja. Und dann hatten die ein Regal und da waren dann halt 9 Körbchen drin und du bist dann halt Nummer 9. Na, und dann musst du warten, bis alle 8 anderen gerichtet wurden und dann ist dein Körbchen nach oben gewandert und dann richten die dein Körbchen. Und ich stand dann halt da mit Krücken und nach 5 Minuten hat sie dann gefragt, wie ich denn heiße. Und dann hat sie mein Körbchen genommen und als nächstes gerichtet. Das fand ich schon mal gut. Ja. Also da haben sie dann drauf geachtet scheinbar. Und dann haben sie mir die Medikamente gerichtet, haben mich dann an den Schalter gerufen, haben mir das dann gegeben, haben mich dann auch nochmal gut informiert über alle Sachen, die ich beachten muss. Ich wurde gar nicht informiert. Also das muss ich echt sagen. Krass. Die haben noch nachgefragt, was das Problem ist, was ich beachten muss, haben sie mir erzählt, was ich wann nehmen muss. Also die haben mir alles nochmal wirklich detailliert erklärt. Und auch, was ich so allgemein mache, ob das mich irgendwie einschränkt und dies und das. Richtig, richtig gut. Aber dann hat die mir das Körbchen gegeben und ich dachte mir so, und wie transportiere ich das jetzt nach vorne zur Kasse? Weil du musst nochmal durch den kompletten Laden laufen. Ja. Wie eine Größe von einem kleinen DM, sage ich mal. Na, und ja. Und dann musste ich nochmal durch den kompletten Laden mit dem Körbchen laufen, habe aber die Hände eigentlich an den Krücken und irgendwie bin ich dann halt nach vorne gekommen, keine Ahnung. Und vorne an der Kasse dann, ja, brauchst du eine Tüte? Und ich so, ja, das wäre doch mal schön. Eine Tüte, klasse. Ja. Dass ich meine Hände frei habe. Ja. Ja, und dann habe ich halt eine Tüte gekriegt und dann bin ich aber auch direkt wieder arbeiten gegangen und ich war dann zweimal quasi jetzt die Woche 2 Stunden lang beim Arzt. Und auch diese 2 Stunden werden von meinem persönlichen Urlaub abgezogen. Na, das heißt, mein persönlicher Urlaub ist jetzt halt etwas geschrumpft, habe aber noch meinen normalen Urlaub mit meinen, keine Ahnung, was wir gesagt haben, 21 Tagen oder so. Oder 20, glaube ich, und 10 oder die Hälfte davon ist schon für deinen Urlaub in Weihnachten, ja, ja. In der Weihnachtszeit. Also irgendwelche Tage habe ich halt noch. Das hat damit absolut gar nichts zu tun. Persönlicher Urlaub ist halt für Krankheit etc. Ja. Und wenn der persönliche Urlaub weg ist, dann ist es, ich meine es zu wissen, dann ist es so, dass ich unbezahlt krank bin. Ja. Ja, und dann, also es ist nicht so, dass du einfach dann 30 Tage im Jahr krank bist und nichts passiert. Sondern nicht du so hast wie in Deutschland. Deine, genau, sondern du hast deine Krankheitstage, die kannst du nehmen. Kannst du aber auch für deine Kinder, für deine Angehörigen, für was auch immer nehmen. Und wenn das weg ist, ist es weg. Ne? Und wenn du dann auch weg bist, dann bist du unbezahlt weg. Doof. Ne? Ja, also es ist schwierig. Aber deswegen tun sie ja auch alles, also jetzt meine Firma tut dann halt alles, dass sie mich trotzdem irgendwie anders einsetzen kann. Ne? Und die auch die Chefs, also auch die über meinem direkten Chef, die jetzt oben sitzen, die kamen dann auch irgendwann runter und ach, du hast ja immer noch den Socken an und noch keinen Schuh und wie geht's dir denn und wie können wir dich denn noch anders einsetzen? Und dann kamen sie auch zusammen auf die Idee und die kamen dann auf die Idee, dass ich die Urlaubsvertretung mache. Also die gucken echt, weil ich halt nicht auf der Montagefläche sein konnte, weil ich keinen Schuh anhab, gucken die echt, dass die mich irgendwie einbinden. Und auch in Zukunft dann hat sie dann so angefangen von wegen, ach, wenn das jetzt öfter passiert oder wenn dich das jetzt in Zukunft auch hindert in irgendeiner Weise, können wir da machen? Und bist du dann 6 Stunden arbeiten und 2 Stunden sitzend? Und also die hat sich da echt Gedanken gemacht und dass ich halt Vollzeit eingebunden bin. Ja. Finde ich echt Hut ab. Ja, das, richtig geil. Ich glaube, das ist hier generell in Australien so ein Thema, halt Inklusion. Das
ist bei uns auch in der Uni so. Also wir haben, ich habe ja Teaching gemacht, also gelehrt. Und da gibt es ja auch 3 Laboreinheiten und da gab es einen Platz für jemanden, der nicht stehen kann. Und das habe ich auch noch nie gehört in Deutschland, dass man einen Laborversuch machen darf oder generell ins Labor darf, wenn man nicht laufen kann. Mhm. Dann hieß es meistens so, ja, nee, kannst du halt nicht, kannst du vergessen. Also Inklusion und generell, wenn halt irgendwie ein Problem ist, da wird dann halt immer direkt geschaut, so was kann man machen, wie kann man das verbessern. Ja, weil ich habe mir schon irgendwann Gedanken gemacht, so, weil umso länger es gedauert hat und ich keine Besserung gespürt habe, umso frustrierter wurde ich. Und umso mehr habe ich mir auch Gedanken gemacht, so nach dieser Woche dachte ich mir so, freitags vor 2 Wochen dachte ich mir so, vor einer Woche dachte ich mir so, ah ja, gut, jetzt ist das Wochenende und nach dem Wochenende Montag kann ich wieder laufen, fertig, Thema erledigt. Und montags stehe ich dann auf und immer noch dieselbe Scheiße. Und ich habe dann halt auch zu meinem direkten Vorgesetzten so gesagt, so irgendwie mache ich mir auch Sorgen, so, weil ich bin jetzt eine Woche weg und habe eigentlich gedacht, dann ist wieder gut und dann bin ich wieder voll einsatzfähig und kann euch wieder helfen. Aber es ist nicht so. Und er dann so, hä, was, wieso? So, ja, weil ich als Techniker eingestellt bin, ich will arbeiten. Du willst auch deinen Job nicht verlieren. Ne? Ja, das war halt meine Angst und das habe ich ihm dann halt auch so gesagt, ne? Und er dann so, nee, du bist krank, wir haben hier eine Handvoll zu tun, also wir haben so viel zu tun mit Papierkram, wir haben so viel aufzuarbeiten und mach dir da absolut keinen Kopf. Ne? Und das hat mich dann auch etwas beruhigt, muss ich sagen. Und dann kam ja auch die Woche irgendwann die Chefin noch und hat mir dann auch nochmal Mut gemacht, dass sie mich irgendwie einsetzen. Und ja, also es ist interessant gewesen, würde ich mal behaupten. Vor allem wahrscheinlich hattest du so im Hinterkopf so, ja, ihr habt die ganzen Tests gemacht, um zu sehen, ob ich gesund bin und jetzt passiert sowas. Ja, kann man ja vorher nicht wissen. Ja, keine Ahnung. Die Haxe war es. Die Haxe und das gute Tannenzäpfle. Das gute Tannenzäpfle, ja. Ah ja, es war auf jeden Fall ein wilder Ritt und deswegen auch die Pause. Ich hoffe, ihr entschuldigt uns. Aber ich meine, dir ging es so schlecht und das wäre dann Quälerei gewesen, hier zu sitzen und dann einen Podcast zu machen. Vor 2 Wochen, das wäre zu viel gewesen. Ja. Letzte Woche war es zwar nicht gut, aber etwas besser. Ja. Ne, aber bei weitem nicht gut. Also ich konnte immer noch nicht laufen. Ja. Aber besser schlafen konnte ich halt auf jeden Fall. Aber da hat dann halt auch die Psyche angefangen, wo ich so frustriert wurde. Dann ja, aber irgendwann. Das hast du mir zum Beispiel gar nicht wirklich erzählt. Dass ich frustriert war, na klar. Ja, ich habe, naja. Ah. Habe ich nicht so krass gemerkt. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir eine Stütze trotzdem irgendwie sein. Ja, natürlich. Okay. Du hast ja alles versucht und alles gemacht. Da waren die Rollen einmal vertauscht mit der Brotdose in der Tasche und. Ja. Ja. Da war dann Alicia am Staubsaugen und Kochen und Machen und Tun. Und ich war dann derjenige, als die Alicia die Spülmaschine angemacht hat, war dann derjenige, der da morgens seinen Rucksack genommen hat und die Brotdose vom Vortag noch rausgeholt hat. Was halt normalerweise du bist und nicht ich. Und ja. Naja, ist rum. Fertig, es ist rum. Und nächste Woche ist wieder alles gut. Nächste Woche gehe ich wieder trainieren, dann ist wieder alles gut. Genau, und heute gibt es wieder Pizza. Yay! Heute gibt es wieder Pizza. Endlich mal wieder. Gut, vor 2 Wochen hatten wir es ja das letzte Mal. Da hattest du ja sogar mit Schmerzen, oder? Das war ja mit Schmerzen. Richtig krass. Das war die Hochzeit meiner Schmerzen quasi. Und da hast du Pizza gemacht. Und jetzt schon wieder. Ich hoffe, es wird jetzt nicht nochmal schlimmer durch die Pizza. Na, jetzt kann ich ja laufen. Also ja, wir waren gestern, by the way, auch noch in so einem Supermarkt. Also eigentlich ist es so ein Supermarkt für Sachen halt aus anderen Ländern.
aber es war leider nichts Deutsches dabei. Aber wir haben Hefe bekommen. Doch, es gab Sauerkraut. Aber ja, die Marke kennen wir nicht. Polnisches Sauerkraut. Nee, da war doch auch. Ah ja. Aber es war German Style. Ja. Also war es wieder irgendwas. Genau. Und so, ja, die Deutschen machen das so. Ja. Aber wir haben Hefe bekommen. Endlich mal frische Hefe. Ja. Und das werden wir jetzt schön nutzen. Und ich weiß gar nicht, kann man Hefe einfrieren? Ich glaube nicht. Aber wenn ihr das wisst, sagt es Bescheid, weil wir haben halt einen echt großen Klumpen Hefe gekauft, weil kleiner gab es das nicht. Gab es nur groß, ja. Und sonst gibt es halt gar nicht. Und frische Hefe ist halt irgendwie doch ein bisschen besser, ne? Das sehen wir jetzt heute. Ja. Ob es besser ist oder nicht. Ja. Heute fahren wir dann auch noch zu meiner alten, sagen wir mal, Betreuerin von meiner Vertieferarbeit, wo ich das erste Mal hier war. Die war nämlich eine davon. Ich hatte ja zwei. Die eine ist gegangen Anfang dieses Jahres und die andere, da gehen wir heute hin und lernen die Hunde kennen. Also ich kenne die Hunde ja schon, aber dann machen wir wieder House-Sitting. Nächste Woche. Also Dog-Sitting, genau, nächste Woche. Heute bekommen wir einfach das nochmal gezeigt, wo das Essen ist für die Hunde und die Leinen und ach, keine Ahnung. Ich meine, ich war ja da schon da. Es ist ja auch gut, dass die Hunde einen kennenlernen. Ja, genau. Na, also es ist ja nicht so. Ja. Ach, hier, mach mal. Ja. Dann macht schon Sinn. Ja. Bin ich mal gespannt, wie du die Hunde findest. Die waren auf jeden Fall sehr süß. War das Australian Shepherds? Was war das? Nee, die sind so beige. So eigentlich, also die. Also weißt du nicht, was es ist? Ich kann dir, nee, ich glaube, das Problem ist, ich glaube, Hunde hier haben, also die sehen anders aus, obwohl sie eine bestimmte Rasse sind. Für mich sehen die aus wie so ein Border Collie in beige, aber auch irgendwie so ein bisschen wie ein Golden Retriever. Ja, und ich glaube, was ist dann wahrscheinlich eher so ein Australian Shepherd. Keine Ahnung. Du weißt, wie ein Golden Retriever aussieht? Ja, ich zeig dir mal ein Bild. Nee, ich sehe sie ja also, heute. Also, ja. Genau, und da werden wir nächste Woche dann house-sitten und vielleicht kann sich der eine oder andere auch noch dran erinnern, ich habe da auch gestreamt von dort aus, als ich das letzte Mal da war. Und ich kann mich erinnern, dass dann die Sarah dann überall gegoogelt hat, so, ich muss unbedingt den Stream rausfinden. Und dann hat sie halt meinen Namen eingegeben, halt Vor- und Nachname, so wie ich halt in echt heiße. Ich meine, online heiße ich auch so, wie ich in echt heiße, aber ich benutze ja meinen Mittelnamen als Nachnamen, sag ich mal. Und das wusste sie natürlich nicht, obwohl sie den auch kannte, weil gefühlt in jeder E-Mail steht mein ganzer Name drin. Und sie hat dann halt nach dem Namen geschaut. Eigentlich kann ich es auch sagen. Ich meine, das wissen die meisten. Und sie hat halt gegoogelt, Alicia Schmidt. Und es gibt halt eine Athletin. Ich weiß nicht, ob sie deutsch ist oder aus der Schweiz oder aus Österreich. Ich glaube, sie ist deutsch. Und die heißt halt Alisa Schmidt. Also ihr fehlt halt ein I und sonst haben wir identisch denselben Namen. Und sie meinte nur so, boah, also die sieht ja auch echt super aus, so, ne? Aber das warst du dann nicht. Und sie war dann enttäuscht, dass sie mich nicht gefunden hat, weil das Internet so verseucht ist mit diesem Namen. Also was heißt verseucht? Aber die ist halt schon bekannt. Und sie ist halt eine Athletin und sieht halt verdammt gut aus. Deswegen ist sie so in den Medien gewesen. Vielleicht kennt ihr die auch. Ja. Aber die wissen immer noch nicht, wie ich heiße auf Twitch und so. Hm. Was soll man sagen? Hast du nicht erzählt? Doch, ich glaube, ich habe es nochmal erwähnt. Aber ich sage das nicht so viel, weil ich nicht so will, dass man dann reinschaut. Also das müssen die nicht unbedingt von der Arbeit machen, weil ich meine, ich tanze da im Bananenkostüm und mache mich da zum Deppen teilweise. Aber es macht mir auch verdammt viel Spaß, einfach mal so Quatsch zu machen. Und das muss jetzt nicht unbedingt mein Chef sehen, sage ich mal. Das ist korrekt. Ach Gott. Ja, ich bin auch mir sicher, dass mein Chef, also der hat ja am Anfang auch hier in den Podcast reingehört. Seitdem habe ich nichts mehr in meine WhatsApp-Story gepostet, weil ich mir dachte so, ist glaube ich nicht so gut, wenn dein Chef jede Folge sich anhört. Und er hat das halt auf dem Weg zur Arbeit gehört. Ist auf jeden Fall unangenehm, ne? Ach was. Was passiert hier denn? Nix. Ja, naja. Genau. So viel dazu. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch eine Sache zu sagen, die wild ist und verrückt ist. Und ja, soll ich sagen? Du weißt, was ich meine. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was du meinst.
Naja, ich gehe nach Deutschland. Das hast du doch, das hast du im Stream gesagt. Das habe ich nur im Stream gesagt, ja. Ich gehe für eine kurze Zeit nach Deutschland. Ich hatte sehr viel Glück und mir wurde ein Ticket geschenkt nach Deutschland, was echt verrückt ist. Ich bin sehr dankbar und ich kann meinen Dad sehen und ich kann dein Dad, deine Ma sehen. Ich kann alle sehen und einmal Hallo sagen in die Runde. Und ganz viel Familie von dir drücken. Gell? Mhm. Und dir Tanzäpfle mitbringen. Nix gibt's. Tanzäpfle mehr. Oder unseren Wein. Mal gucken. Auf jeden Fall wird sehr viel Spezi konsumiert in Deutschland. Oh, da freue ich mich so drauf. Und es geht zu DM. Ich muss unbedingt zu DM. Und ich muss unbedingt, mir ist heute Morgen meine Rasierklinge kaputt gegangen. Ich brauche unbedingt Rasierklingen. Ich meine, die kann ich auch hier kaufen, I know, aber... Eben. Ja, naja, also mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde da auch viel posten zu... Ja. Aber ich werde dich vermissen, Schatz. Das vor allem. Aber es ist ja nur kurz. Und ich bin hoffentlich nicht krank, so wie du. Hoffentlich, ja. Ja, sonst nennt man das Karma. Ja, aber es ist ja ein bisschen wärmer jetzt, wo du gehst. Oh ja, also ich glaube, ich hätte nicht überlebt. Und das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Es ist ja jetzt langsam Winter und es ist so verdammt kalt am Morgen. Und es ist so verdammt kalt die ganze Zeit. Vor allem auf der Arbeit drinnen ist es viel kälter als draußen. Es ist so unangenehm. Du frierst halt so sehr an deinem Arbeitsplatz oder generell in Häusern. Wir haben Glück, weil wir halt in einem Hochhaus wohnen, sag ich mal. Und ich glaube, hier ist es anders gebaut. Aber würden wir in so einem Standardhaus, auch Mehrfamilienhaus, irgendwo anders wohnen, dann würden wir auch so frieren, weil es ja einfach kälter drin ist als draußen. Und die Standardtemperatur in australischen Häusern, also man sagt ja so 18, 19 Grad ist so angemessen für die Temperaturen. Im Durchschnitt liegt diese Temperatur in Australien aber bei 16 Grad. Und das ist über 90% der Leute haben nur 16 Grad im Haus. Hm. Das ist so krank. Und deswegen, ja, haben die Australier auch Uggboots und diese Hoodies, die in der Decke sind, weil anders kann man in Häusern nicht überleben. Also ich habe auch im Büro, jetzt wo ich nur saß, eine dicke Winterjacke an. Ist schon ein bisschen peinlich, wenn man überlegt, dass es draußen 18, 19, 20 Grad hat. Natürlich, das ist total krank und ich verstehe es auch immer noch nicht. Aber ich habe T-Shirt, mein langes Hemd, also mein Arbeits-T-Shirt, mein Arbeitshemd und dann halt morgens die dicke Winterjacke an. Und mittags lege ich dann die dicke Winterjacke auf meine Füße, weil ich halt immer noch keinen Schuh an hatte. Ja. Na, auf meinen Fuß halt. Weil es ist Eiszeit und ich verstehe es immer noch nicht, aber es ist so, Eiszeit. Es ist so krass, wie schnell sich ein Körper so an diese Wärme gewöhnen kann. Und es ist halt jetzt echt frisch und für euch ist es wahrscheinlich total warm, aber für uns ist es so kalt im Moment. Ja. Es ist so krass, ich hätte das nicht gedacht und ich kann mir nicht vorstellen, wie du im März in Deutschland warst und du hast wahrscheinlich so gefroren, wahrscheinlich auch voll nachts, oder? Nee, nachts ging's. Aber normalerweise habe ich immer mit offenem Fenster geschlafen und bei meinem Vater habe ich auch das Fenster aufgehabt. Mitten in der Nacht dachte ich mir so, nee, kalt. Viel zu kalt. Und meine Mutter kennt mich auch und hat das Fenster schon aufgemacht, bevor ich überhaupt da war. Ja. Als ich mal Abendessen war, hat das Fenster schon mal aufgemacht, dass dann alles schön kühl ist. Und ich kam in dieses Zimmer rein und dachte mir so, wow. Nope. Fenster direkt zugemacht. Ja. Also nicht mal mehr auf Kipp gemacht. Und normalerweise habe ich bei Sommer oder Winter das Fenster komplett offen. Ja. Weil ich es kalt will. Aber mittlerweile so, nope. Das ist so krass, ja. Ja, so viel dazu. Also bei uns wird es Winter. Es ist kalt, aber wahrscheinlich ist es gerade genauso warm wie bei euch. Ich glaube, in Deutschland ist es warm gerade. Ja, ich glaube aber so letzte Woche war es genau gleich, die Temperatur. Ja. Und wir, also ich meine, man geht raus, man sieht alle Leute mit so Pufferjacken, Mütze, Schal,
Ugg-Boots, allem drum und dran. Ja, gut, aber also draußen laufe ich immer noch mit T-Shirt und kurzer Hose rum. Ja, also über den Tag wird es dann schon angenehm warm, aber drinnen ist es vor allem halt ist richtig kalt und richtig Drinnen frisch. morgens und abends, tagsüber immer noch. Deswegen ziehe ich auch immer noch, also auf Arbeit mittlerweile jetzt lange Hose. Ja. Aber wenn ich so weg bin, kurze Hose, T-Shirt. Na, es ist Ja. jetzt nicht so, dass es kalt ist und die Sonne ballert auch immer noch. Die Sonne, die ist extremst und man muss schon sagen, dass wir jetzt auch viel gutes Wetter hatten. Ja. Also wenig Regen, also heute sind ein paar Wolken jetzt am Horizont, aber ja, es ist so krass und die Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge sind so schön. Wir wachen immer direkt eigentlich zu der Uhrzeit auf, wo dann die Sonne aufgeht. Und den Sonnenuntergang sehen wir eigentlich auch häufig. Also wenn wir, also ich sehe ihn halt eigentlich nicht, wenn ich auf der Arbeit bin, weil dann ist die Sonne schon untergegangen im Prinzip, wenn ich dann aus der Office gehe. Aber ja, mal schauen, wie es dann jetzt wird. Mal schauen, wie der Juli wird. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil der Juli soll der kälteste Monat im Jahr sein. Ach, so viel kälter wird es jetzt nicht mehr. Hoffe ich mal. Und dann wird es auch wieder wärmer. Und es ist anscheinend nur 2 Wochen, wo es so richtig kalt ist. Wo es dann auch mal 13 Grad am Tag hat. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Da werde ich Ist sterben. ein Quatsch. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das war's auch von uns. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war heute mal wieder sehr ereignisreich oder die Wochen waren sehr ereignisreich. Und ja, lasst ein Follow da, lasst ein Like da, teilt die Folge. Gebt nochmal euren Tipp ab, wie viel der ganze Spaß gekostet hat, vor allem das Sandwich. Und Tschüss, bis dann. Und auf Wiederhören.